Hallo liebe Freunde in Deutschland, schönen guten Abend. Wer von euch hat die Fernsehserie Game of Thrones gesehen? Haben wir da alle mitgefiebert, wie die verschiedenen konkurrierenden Häuser gegeneinander antreten in einem unglaublich komplizierten Spiel? Jeder hat seine Interessen, jeder hat seine Bedürfnisse, seine Befindlichkeiten, seine Verbündeten, seine Feinde. Manchmal passiert etwas Überraschendes. Aus heiterem Himmel taucht ein Akteur auf und mischt sich in das Spiel ein. Es ist fantastisch zuzusehen dabei. Man nimmt sich Chips, Popcorn, Bier, genießt die Show, fiebert mit, trägt aber keinerlei persönliches Risiko. Denn es ist doch alles nur ein Spiel. Wir spielen aktuell auch ein Spiel, ein ganz großes sogar. Ein Spiel, bei dem es um wesentlich mehr geht, als um ein paar Königreiche. Ein Spiel, in dem es um die Zukunft unserer Kinder geht. Ein Spiel, in dem es darum geht, wie soll unsere Gesellschaft in 100 Jahren aussehen, in 200 Jahren, in 1000 Jahren. Wir schreiben Geschichte, im Jetzt und im Hier. Und das ist keine Show zum Genießen. Das ist ein Spiel auf Leben und Tod. Und wir sind die Figuren. Wir haben zwei Möglichkeiten in diesem Spiel. Wir können hergehen und sagen, wir lehnen uns zurück und wir schauen jemand anderem zu, wie er es für uns spielt. Oder wir werden aktiv und machen einen Zug. Einen Zug zu machen heißt aber nicht, auf eine Demo zu gehen, sich ein Programm anzusehen, ein gutes Gefühl mit nach Hause zu nehmen und sich wieder zurückzulehnen auf dem Sofa. Einen Zug machen heißt aufstehen und gehen. Gehen und die eigene Botschaft hart und deutlich in die Welt hinaustragen. Die Botschaft anderen Menschen übermitteln. Reagieren statt warten. Agieren statt zusehen. Seht ihr, was gerade in Österreich läuft? Viele von euch bewundern, was hier passiert. Diese Kraft, dieser Schwung, diese Dynamik, mit der wir voranstürmen, mit der jeden Tag wieder etwas Neues geschieht, eine Verbesserung, ein Vorankommen. Wie ist das möglich? Nun, eine Demo in Österreich ist keine Bühnenshow. Eine Demo in Österreich ist eine Gelegenheit, wo das Volk sich versammelt und gemeinsam tätig wird. Wir überblicken das Feld. Wir sehen uns an, was tut der Gegner. Wir reagieren darauf und machen unseren eigenen nächsten Zug. Das könnt ihr auch. Wir haben bei der Grenzdemo Salzburg-Freilassing symbolisch die Flamme der Freiheit über die Grenzbrücke getragen und an euch übergeben. Bei diesem Symbol darf es nicht bleiben. Werdet tätig. Wir müssen schneller werden. Wir müssen Ergebnisse erzielen. Wir dürfen nicht
in unserer Community bleiben, uns gegenseitig unterhalten und gemeinsam dabei zusehen, wie die Welt untergeht. Tätig werden bedeutet Umzüge, Märsche, Stadt, Bühnenshows. Tätig werden bedeutet Lautsprecherkorsos, ausrüsten, raus damit, von einem Dorf zum anderen fahren und dem Gegner Schach geben. Die Menschen ansprechen mit klaren, kurzen Forderungen, die man in drei Worte packen kann. Ja, ich weiß, das Leben ist kompliziert. Die Züge und Spielzüge sind unendlich. Wir können uns jetzt den ganzen Abend darüber unterhalten, wo könnte das alles hier weitergehen. Aber ein Spiel besteht immer aus dem nächsten Zug. Und von diesem Zug ausgehend bringen wir unseren Gegner in Zugzwang. Wir gehen vorwärts. Die anderen reagieren. Wenn wir unsere Botschaft aus unserer Community heraustragen wollen, können wir nicht über die sozialen Medien gehen. Denn dort werden wir gelöscht, gesperrt, ihr kennt das. Wir können nicht über die Mainstream-Medien gehen. Denn dort macht man, egal was wir tun, daraus immer nur dieselbe Story. 20 Rechtsextreme randalieren gewalttätig. Wie lange wollt ihr da zusehen und euch das gefallen lassen? Findet euch zusammen. Schnappt euch einen Wagen, montiert einen Lautsprecher obendrauf und dann fahrt durch die Städte, fahrt durch die Wohngebiete. Sagt den Menschen, was ihr denkt und sagt den Menschen, was ihr fordert. Und damit meine ich nicht den 723. Zug. Wir sprechen jetzt nicht über, wie sieht die Welt aus im Jahr 2300. Fordert konkret den nächsten logischen Schritt. Und der nächste logische Schritt, egal wo ihr hin wollt am Schluss, ganz egal, ob ihr Utopia bauen möchtet, die Anarchie einführen möchtet, die soziale Dreigliederung oder das Kaiserreich. Der nächste, erste, logische Schritt. Fordert den Kopf des Gegners. Nicht bildlich, nicht unmittelbar gesprochen, nicht das Leben des Gegners, seine politische Existenz als Metapher. Fordert den Rücktritt der Personen, die verantwortlich sind für all das, was gerade passiert. Nennt sie beim Namen, direkt, ob das jetzt der Bürgermeister Stark von Poing ist oder der bayerische Ministerpräsident Söder oder die Bundeskanzlerin Merkel. Nennt sie beim Namen. Konzentriert euch, fokussiert euch auf diese eine Forderung. Stark muss weg. Söder muss weg. Merkel muss weg. Und ihr werdet sehen, mit dieser Dynamik, die ihr hineinbringt und mit dieser klaren, präzisen, leicht zu verstehenden Forderung, bewirkt ihr etwas. Denn es werden sich Menschen dahinter stellen, die das auch wollen, aber aus ganz anderen Gründen. Ihr werdet überraschende Allianzen finden. Es werden sich überraschende Wege auftun. Es werden sich Fronten und Möglichkeiten eröffnen, von denen ihr gar nicht zu träumen wagt. Das Spielfeld wird größer, vielfältiger, reicher und die Ergebnisse werden folgen. Bewundert uns nicht nur hier in Österreich. Lernt von uns. Ein Livestream schauen ist nicht genug. Nachmachen ist die Devise. Und wartet nicht darauf,
dass euch irgendwelche Anführer auf diesem Weg vorantreiben. Werdet selbst zu den Anführern. Jeder für sich. Nur so und nicht anders kann ein friedlicher Wandel funktionieren. In der Geschichte der Menschheit hat es noch nie einen Wandel gegeben, der durch Bühnenshows bewirkt wurde. Mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope.